Aber 8 Wochen nach dem Terroranschlag von Solingen stimmt der Bundestag heute ab über das sogenannte Sicherheitspaket der Bundesregierung. Es sieht Verschärfungen des Asyl- und Aufenthaltsrechts sowie des Waffenrechts und zusätzliche Befugnisse für die Sicherheitsbehörden vor. Der Opposition ist das Gesetz nicht streng genug, ganz anders bei SPD und Grünen. Hier wird mit Gegenstimmen gerechnet, weil einigen Abgeordneten das Sicherheitspaket zu weit geht. Falls der Bundestag heute zustimmt, könnte der Bundesrat bereits morgen final über das Sicherheitspaket entscheiden.